an diesem Rädchen hier kann ich die Helligkeit einstellen von dem Tachometer. Ja, wie schön hell die Zahlen leuchten. Das kann ich mit diesem kleinen Rädchen hier machen. Kann man auch hier an dieser Anzeige sehen. Das soll dann so eine Glühbirne sein mit einem Tacho drauf und so weiter. Und an dem Rädchen, das ist die Leuchtweitenregulierung. So heißt das Ding. Damit kann ich einstellen, wie hoch die Scheinwerfer leuchten. Das sollte ich nicht einfach so während der Fahrt machen, sondern das ist nur dafür gedacht, wenn ich jetzt bei Ikea war und ich habe den ganzen Kofferraum voll mit Schränken, dann steht mein Auto ja nicht mehr gerade, sondern meistens hinten im Kofferraum so ein bisschen nach unten. Und damit ich nicht allen Leuten, die mir entgegenkommen, voll in die Frisur leuchte, muss ich hiermit die Licht, also die Scheinwerfer ein bisschen nach unten stellen. Ja? Und wenn man jetzt mal vorne auf das Tor guckt, da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, wenn ich hier an dem Rädchen drehe. Man kann auch schon den Motor hören, wie der da die Scheinwerfer verstellt. Und wieder nach oben. Ja. Das Ganze sieht jetzt auf dieser Wand hier minimal aus, so 2-3 cm. Aber da das Abblendlicht ja auch 50 Meter weit leuchtet, sind das in 50 Metern tatsächlich so Leuchtbewegungen von 1-2 Metern. Ja, also das hat jetzt da nicht so kleine Bewegungen, sondern auf 50 Meter gesehen ist das schon eine ganze Menge. Gut, hier auf diesem Schalter, den hat glaube ich jedes Kind schon irgendwann mal gedrückt, da kann ich das Warnblinklicht einschalten. Ja? Wenn ich hier drauf drücke, leuchtet einmal der Schalter an sich. Kann man das so sehen, wenn man da so... Ja, und jetzt hier drin kann man auch die beiden Leuchten sehen oben, die beiden Blinkerkontrolllampen. Und ich würde sagen, jetzt fliegen wir einmal ganz kurz übers Auto. Dann kann man nämlich alle Blinker sehen, die leuchten. Wunderbar. Die große Frage ist, funktioniert Warnblinklicht auch, wenn man den Schlüssel rauszieht? Yes. Also, Schlüssel wieder rein. Ich muss natürlich, also Warnblinklicht, wofür die Funktion an sich ist, da gibt es ja mehrere, also zum Beispiel am Stauende oder wenn mein Fahrzeug eine Panne hat und so weiter. Und manchmal muss ich das Fahrzeug auch im Fall, wenn es ein Unfall ist oder so, verlassen und da stehen lassen, wo es gerade steht. Und dann kann ich ja nicht den Schlüssel stecken lassen. Dann schließe ich das Auto ab, mache zu und das Warnblinklicht lasse ich dann an. Okay, hier kann ich das wieder ausschalten. Klick, that's it. Dann haben wir hier noch das Fernlicht. Ich habe beim Fernlicht zwei Optionen. Einmal, wie wir gerade auch schon gesehen haben, kann ich hier einfach den Blinker zu mir ziehen. Dann geht hier die blaue Kontrolllampe an. Und vorne blinkt das Fahrzeug auf. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ja. Wenn ich das Fernlicht jetzt aber dauerhaft eingeschaltet haben möchte, dann muss ich hier mit dem Lichtschalter das Abblendlicht einschalten und das war ja, wie wir gerade aufgepasst haben, die ganz rechte Position. Zack, das ist das Abblendlicht und drücke ich den Blinker jetzt nach vorne, habe ich hier die Kontrolllampe, die blaue wieder und das Fernlicht ist dauerhaft eingeschaltet. Funktioniert aber nur, wenn das Abblendlicht an ist. Ich kann das ja hier mal ausschalten oder ich schalte einen zurück auf das Standlicht. Zack, jetzt kann ich hier an dem Hebel ziehen, bis der Arzt kommt. Jetzt gibt es keine blaue Kontrollleuchte und wenn man vorne sieht, schwarzer Bildschirm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja? Gut, damit sind wir alle Lampen durch.